Robert Habeck hat sich einen neuen Ausraster geleistet. Diesmal beschimpfte er den Journalisten Florian Warweg, welcher für die Nachdenkseiten in der Bundespressekonferenz sitzt. Das Handelsblatt hat damals beispielsweise aus internen Protokollen zitiert, in dem auch ein ranghoher Mitarbeiter meinte, wenn ich meine Fachmeinung kundtue, dann besteht die Möglichkeit, dass ich in den Verdacht gerate, Russenversteher zu werden. Da würde mich interessieren, wie Sie bei diesem Art von Vorgehen sozusagen sicher gehen, dass auch bei der Verarbeitung und Verfassung des Jahreswirtschaftsberichts Sie sich nicht nur von Ja-Sagern und Opportunisten umgeben, sondern auch sozusagen Fachmeinungen akzeptieren und da einfließen, die nicht unbedingt nur Ihrer politischen Linie entsprechen. Ich bin ein Minister, der immer... Naja, das ist doch eine interessante Frage. Warweg hat Habeck hier gerade gefragt, ob er sich auch noch Leute außerhalb seiner ideologischen Blase anhört. Also nach dem Skandal um die Vetternwirtschaft von Patrick Greichen und den sehr realitätsfernen Entscheidungen des Bundeswirtschaftsministeriums, die der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zugefügt haben. Ich meine, 20% unserer energieintensiven Industrie sind abgewandert und Patrick Greichen hat dazu gesagt, ja, dann sollen sie halt gehen. Also nach diesem, ja, nach dieser ziemlich wirren Energiepolitik der Bundesregierung ist so eine Frage, finde ich, mehr als gerechtfertigt. Immer zu Widerspruch und Kritik auffordert. Ich nehme an, die Abteilungsleiterin kann das bestätigen. Und wenn Sie mir erlauben, und vielleicht darf ich an der Stelle die Rolle des Berichts über den Jahreswirtschaftsbericht verlassen. Es ist schon schwer zu ertragen, wenige Tage nachdem Nawalny ermordet wurde, dass Russlands Berichterstatter hier im Land politisch wie in den Medien die liberale Demokratie in Deutschland so diskreditieren. Ich habe gerade zugehört, Russlands Berichterstatter hier im Land. Also Florian Warweg, der für die Nachdenkseiten in der BPK sitzt, diskreditiert laut Habeck die Demokratie, wenn er kritische Fragen stellt. Also Kritik an der Regierung ist laut Habeck Diskreditierung der Demokratie. Auf diesem Level argumentiert unsere Bundesregierung mittlerweile. Sie setzt den Staat mit der aktuellen Regierung gleich. Wer die Regierung kritisiert, der delegitimiert den Staat, der diskreditiert die Demokratie. Jede Frage soll beantwortet werden, aber mit der Sympathie für ein Land, wo noch nicht mal Fragen gestellt werden dürfen, sondern Menschen, die Fragen stellen, weggesperrt oder ermordet werden, ist eine moralische Grenze erreicht, die schwer zu ertragen ist. Die Frage ist, ob Habeck hier die Ukraine meint, wo kritische Journalisten ja in Gefängnisse gesperrt werden und dort innerhalb kürzester Zeit zu Tode kommen, wie der Fall Gonzalo Lira uns eindrücklich vor Augen geführt hat. Ja, warum Habeck Warweg hier so hart angreift, das sollte man vielleicht besser auch noch erklären. Warweg ist nämlich federführend dabei gewesen, den Finanzskandal um das Bundesfamilienministerium und die Finanzierung des Projektes Gegneranalyse vom Think Tank Liberale Moderne aufzuklären. Er hat in den Nachdenkseiten eine Reihe von Artikeln geschrieben, zum Beispiel Gegneranalyse, das Bundesfamilienministerium finanziert ein Überwachungs- und Diffamierungsportal gegen kritische Medien. Dann 5 Millionen Euro, der Skandal um Finanzierung der grünen Denkfabrik Liberale Moderne weitet sich aus. Und Familienministerium räumt finanzielle Vorzugsbehandlung des grünen nahen Projekts Gegneranalyse ein. Also das Projekt Gegneranalyse war dazu gedacht, um unabhängige kritische Medien, wie beispielsweise die sozialdemokratischen Nachdenkseiten, auf übelste Art und Weise zu diffamieren. Beispielsweise als systemoppositionelle Gegenmedien oder in die rechte Ecke zu stellen oder in die Nähe von Russland zu rücken. Genau das, was Habeck hier auch gemacht hat. Warwegs großes Verbrechen wird von unserem öffentlich-rechtlichen Staatsmedium Phoenix übrigens wie folgt beschrieben. Auf die Frage des ehemaligen Leiters der Online-Redaktion von Russia Today Deutschland. Phoenix weist hier also darauf hin, dass Florian Warweg vorher bei Russia Today war. Also dass Florian Warweg zig kritische Artikel bei den Nachdenkseiten über die Finanzierung von ziemlich fragwürdigen Projekten, die der Diffamierung der kritischen Opposition dienen, geschrieben hat. Das erwähnt Phoenix nicht. Phoenix erwähnt dagegen, dass Warweg vor etwas längerer Zeit mal bei Russia Today gearbeitet hat. Und was ist das denn bitteschön für ein Kriterium? Also wenn wir jetzt jeden Journalisten, der mal bei Russia Today war, gleich diffamieren und sagen, das ist ein Vertreter Russlands. Wie gesagt, finde ich schwachsinnig, wenn der Journalist da früher mal gearbeitet hat. Aber wenn wir damit jetzt anfangen, dann können wir bestimmt auch jeden Journalisten, der mal bei Bringer gearbeitet hat, beispielsweise einen Raik Anders,
als Vertreter des US-amerikanischen Großkapitals bezeichnen. Ich meine, der größte Aktionär von Springer ist ja der amerikanische Hedgefonds KKR. Oder Leute, die mal bei der Deutschen Welle gearbeitet haben als Staatspropagandisten. Ich meine, die Deutsche Welle, die ist ja Staatsfunk. Also die ist ganz offiziell Staatsfunk. Das ist offiziell bekannt. Das ist nichts Neues. Aber ja, was soll man dazu noch sagen? Also Robert Habeck blamiert sich mal wieder. Er beschimpft kritische Medien, nachdem diese eben kritisch über die Bundesregierung und sehr fragwürdige Projekte eines grünen nahen Thinktanks berichtet haben, und nutzt dafür auch noch die Bundespressekonferenz, wo er eigentlich die Fragen der Journalisten beantworten sollte. Also hier zeigt sich wirklich, was von den Grünen zu halten ist und welches Verhältnis sie zur Demokratie haben. Sie setzen die Demokratie mit ihrem Parteiinteresse gleich, was das Wort letztlich bedeutungslos macht. Aber wir sollten bei sowas wirklich, wirklich kritisch draufschauen.